Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, die Sims 4 weiter geht's. Und ja, im letzten Part waren meiner und Lilly und Jenna ja am Ende der Folge auf dem Weg zu einer Verabredung. Und wir gehen in einen Nachtclub oder einen Pool. Ja, ich würde sagen erstmal einen Pool, weil es ja noch nicht Nacht ist so richtig. Ich glaube, in Sims ist es da gerade 15 Uhr gewesen. Wenn sich das nicht bereits geändert hat, aber gut, gehen wir mal hier rein. Und dann geht meiner hier erstmal mit ihr auf eine Verabredung und ja. Hat er Spaß mit ihr hoffentlich, ohne dass irgendwer auf die Nerven geht von den anderen Frauen, mit denen er am Flirten ist. Wobei, ich würde halt gerne eine Frau kennenlernen, weil das nicht einfacher macht. Also, naja, also nicht das Flirten, sondern ja, die ganze andere Scheiße, die er so hat, die mich nervt. Naja, egal. Diese besondere Frau taucht nicht auf, aber ja, vielleicht versuche ich es auch zu sehr, dass sie auftaucht. Naja, wie auch immer. So. Ja, vielleicht sehen wir sie ja noch im Let's Play. Die gute Schwester von Caleb. Naja. In Sims einfach meine ultimative Traumfrau. So von. Ja, aus bestimmten Gründen. Dauert noch ein bisschen. Auch nicht. Das wäre cool. Ich gerade gesagt habe, dauert noch ein bisschen. Das ist schon direkt. Ja, los geht direkt. Okay, Medien sind aus. Gut. Mal schauen, dass es so ist. Und dann sehe ich das Phone mal da, wo es ist. Muss ich gar nicht kurz rangehen ans Phone und dann, wie die Spiele reingehen. Naja, gut. So, wir sind alleine hier, das ist sehr gut. Können wir eigentlich hier auch ein Dings engagieren? Jo, können wir. Bestimmt Mixer anfordern, dann haben wir denn da. Ah, Cassie. Mixer engagieren können wir mal machen. Wobei, es könnte mir auch auf die Nerven gehen, aber ich muss versuchen, Hannah Landgraf. Die ist. Landgraf, okay. Adoptiert oder gezeugt ist die Frage. Wahrscheinlich eher adoptiert, aber wer weiß schon. Also wegen der Hautfarbe. So. Es scheint ein bisschen dunklerer Ton zu sein als die anderen beiden Landgrafs. Und ja, meiner, der kann ja mal hier hereingehen. Weil hier können ja keine Frauen hin und Jenna kann sich ja hinporten. So. Das ist der ultimative Scheiß eigentlich. Ich mach mit dem Spiel einfach, was ich will. Ich glaube zumindest, dass es so rum war, dass hier die Frauen sind und da die Männer. Weil das ist auf jeden Fall mein Pool. Die Gruppe war eigentlich aus anderem Grunde da, aber okay. Komm vorbei. Kommst du rein, kommst du rein. Beide Sims horny werden lassen ja nichts leichter als das, verführerisch sein. So. Und dann kannst du zusammen hier sitzen. Komm, los. Mach eine. Was? Scheiße, jetzt habe ich nicht zugehört. Scheiße. Scheiße, no. Ich habe nicht zugehört. Da kam irgendwas, aber das war zu schnell für mich, Spiel. Ich habe damit nicht gerechnet, dass da irgendwas kommt. Ja, toll, ich hoffe, da habe ich jetzt nichts Falsches gemacht. Boah, das muss ich mir in der Aufnahme anschauen, wenn ich das überhaupt sehe. Das ist ja so schnell aufgeploppt und ich. Drück manchmal X, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass jetzt irgendwas aufploppt. So. Das ist, naja, scheiße, aber. Naja, vielleicht könnt ihr mir es in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video pausiert und das entziffern könnt, weil ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich das sehe, auf entziffern kann, was da stand. Weil das, da, also, oh la la, habe ich noch gesehen, aber was danach kam, nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, was ich ausgewählt habe. Was die ganze Ding war hier. Aber okay, sie ist horny. Verspielt sein lassen. Ihr seid doch echt, ey, was soll das? Erst horny werden lassen und dann verspielt so vor allem.
Verspielt auf einer Verabredung, so, ja. Ja, wobei es doch, weiß schon, vielleicht passen, keine Ahnung. So. Aber, ja, doch, macht, glaube ich, Sinn, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, geht mal hier bitte beide hin. Ja, Journal. Nein, nicht den Text sehen, ich will ihr Face sehen. Ich will. Okay. Sascha, du sollst auch sitzen. Wobei, ich glaube, das kannst du eh eher im Stehen machen. Genau, wir sind richtig gut. Gnadenlos Kitzeln kannst du machen. Und wobei, nee, das müssen wir gar nicht machen. Scheiße. Ich dachte, wir hätten das noch mit den Links. Aber nee, haben wir schon. Gleich in Nähe. Boah, scheiße. Hört doch mal auf. Nein, massieren. Du sollst hier nur massieren und nicht hier flirten und zusammen sitzen und rumschmusen und du sollst hier nur massieren. Nein, 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 nicht bla bla bla, du sollst das machen. Wobei, sie kann ja auch mich massieren, stimmt. Ja. Doppelt hält gut, deswegen wollte ich, dass die beiden das machen. Und weil ich sie halt jetzt, und weil das halt auch so ist, dass ich hier sie reinporten kann, ohne dass die anderen Frauen meinem Chat dafür auf die Nerven gehen können, weil die sehen das ja nicht, weil das ja die Männerumkleide eigentlich ist, aber das interessiert die beiden ja nicht. Die kennen da nichts, du. Wenn die einmal drauf sind, sind sie drauf. Okay. Okay, Massage ist durch. Gold ist da. Gut, Verabredungen, ja. Verspielt müssen wir jetzt nicht mehr machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen beenden und let's go. Wurde akzeptiert natürlich. So. Und sie ist hin und weg. Da hätte ich gerne einen Blick von. Erstmal eine große Köstlichkeit zaubern und dann möchte ich gerne auf ihren. Wobei unten der Gesichtsausdruck gefällt mir besser als von ihrem Gesichtsausdruck. So. Weil unten, da sieht sie. Hier sieht sie schon irgendwie, keine Ahnung, nicht ganz so begeistert aus. Oder sie hat irgendwie eine, keine Ahnung, so Probleme, das zu zeigen, so wie sich fühlt. Zumindest, wenn ich draufzoomen will. Und jetzt isst sie mich auf? Nee, nicht ganz, okay. Wie? Ah, so ist gut, ja. Gut. Perfekt. Ja, das ist gut. Sascha, hör mal auf zu labern. Die soll Essen herzaubern, weil ihr beiden Hunger habt. Oder weil du Hunger hast, keine Ahnung. Ach, Sascha, Mann. Nee, sie muss aufs Klo. Na gut. Sascha, hör mal auf damit. Aber Jenna, warum hast du eigentlich noch Bedürfnis, wie aufs Klo gehen? Warte mal. Jetzt kann sie ja hier auf Klo, ne? Das ist einfach der Hack. Der Hack schlechthin. Aber das mag jetzt nicht die einzigen, die das können. Also die einzigen sinnlichen Wesen, sage ich mal. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Da. Weil ich will nichts spoilern für neue Sim-Fans, die es vielleicht gibt, vielleicht doch nicht, wer weiß. Andererseits bestimmt so. Neue Leute, die denken, oh, Sims, das ist ein cooles Game. Ja, vor allem. Ja, doch, natürlich gibt's die. Ich meine, meinen Bruder habe ich ja auch zum Sims zocken gebracht. Vorher hätte er das Game nie im Leben angepackt, wenn ich ihm nicht gezeigt hätte, wie man richtig Sims spielt und sich um alles kümmert und nur. Draußen mal nach selbstsicher sein. 100 Punkte, aber das will ich eigentlich nicht mitnehmen, weil das nicht passt. Geh auch mal eben auf Klo und auf dasselbe, ist ja egal. So, ja, Hände waschen ist eigentlich eh nur für den Realismus wegen, aber kannst du ja mal eben machen kurz. So, weil. Was hast du jetzt für hier Dings? Ich muss mir das echt anschauen. Ich hoffe, ich kann das lesen, was da stand mit oh la la und dann war es weg. Und ich nervös aufgeploppt war. Ehegatten, Gefühle. Ich wäre verliebt. Romantische Annäherung hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ja, Sascha wird nie vergessen, wie er sich noch mehr in Jenna verliebt ist. Sascha kann nicht erklären, aber ist wirklich verliebt in Jenna und ihre Gegenwart ist das Herz von Sascha schneller schlagen. Und sie ist in mich verknallt. Ja, gut. Jo. Ja, wie sieht es eigentlich hier aus? Gibt es da irgendwas Interessantes? Nö. Außer dass ich verheiratet bin. Warte mal hier. Gut kompatibel. Hey, nicht schlecht. Basierend auf ihren Präferenzen sind diese Sims recht gut kompatibel. Sie werden zwar nicht sofort beste Freunde werden, aber auf Anhieb gut miteinander auskommen. Ah, okay. Das heißt also das Zeichen. Aber wir haben hier ja noch mehr. Zum Beispiel mit Kyoshi. Ziemlich inkompatibel. Basierend auf Präferenzen sind diese Sims ziemlich inkompatibel. Zu werden.
keine große Verbundenheit, aber es könnte durchaus auch schlimmer sein. Für die beiden werden aber näher zusammenzuwachsen, aber möglich ist es trotzdem nicht. Okay, das ist also bei Kaori und Kyoshi. Habe ich denn noch irgendwas hier? Candy habe ich nicht. Ich dachte, bei Candy hätte ich auch was. Oder bei Sophia? War das nicht so? Ah, ne, hier, bei ihr. Gut kompatibel. Hey, nicht schlecht. Basierend auf Profilanten. Gut, blablabla. Habe ich schon vorgelesen. Inkompatibel. Okay. Ja, so viel dazu. Die Romantik sagt was anderes. Freundschaft balken. Okay. Fühl dich. Ja, aber meiner muss ja noch die Verabredung machen. Und deswegen machen wir hier einfach weiter. Bei beiden geht's ja gut, ne? Oder Jenna? Geht's dir gut? Geht's dir? Perfekt. Nur schlafen, das machen wir dir auch noch weg. Ja, wobei du auch mal ein bisschen mehr Punkte farmen müsstest eigentlich. Was echt wichtig ist, dass du den Schlaf und so einen Scheiß wegbekommst auf Dauer. Ja, vor allem, warum? Was habe ich eigentlich mit dir angestellt? Ganz ehrlich, du hast doch dieses Magier-Scheiß abgeschlossen, oder nicht? Ja. Warum hat sie da nichts Geiles bei sich? Ah, hier. Die hat Gelehrte, aber sonst nichts? Das ist alles? Haben die das runtergeschraubt? Also muss ja eigentlich. Weil normalerweise habe ich mit denen dann so viel Scheiße gegeben, wenn die Bestreben abgeschlossen haben. Also die haben das wahrscheinlich mit Punkten runtergeschraubt. What the fuck, ey? Aber die Vermutung hat schon länger, aber jetzt wird mir das so richtig bewusst, ey. Ist ja scheiße. Aber gut, vielleicht auch besser, weil sonst zu schnell durch bist mit dem Bestreben, dann hast du so viele Punkte und so. Ja. Dann hast du gedacht, ja gut, jetzt habe ich schon alles Geile. Sascha, du sollst mit Jenna reden, bitte. Und ihr macht die nächste Verabredung, wie sich die Zuschauer denken können. Jetzt in die Kommentare schreiben. Zuwendung. Um Verabredung bitten. Also, denk mal drüber nach, wo die nächste Verabredung stattfinden könnte. Wenn die beiden hier noch sitzen und miteinander Faxen machen oder so. Schlechtes Dekor. Auf einmal fällt ihm ein, ja, das Dekor ist scheiße. Vor allem soll mein Chat das nicht haben, dass ich das nicht ausstellen kann. Bei ihm, das ist. Bei mich interessiert das Dekor nicht so. Klar, wenn es nicht irgendwie Barbie-Girl-like ist, aber gut. Das ist dann, ja. Sowieso. Dann halt, ja, verstehe ich es, aber sonst soll es nicht jucken. So. Mich juckt es halt auch nicht so. Gibt Wichtigeres. Und ja. Für alle, die getippt haben, dass die Verabredung auch hier stattfinden wird, ihr habt recht gehabt. Und das wird auch die nächste. Weil es einfach schneller geht und dauert nicht so wie den Ladezeiten, weil normalerweise ein Club wird dann auch auf jeden Fall mal besucht. Selbstsicherheit plus. Okay. Bei mir oder bei ihr ist die Frage. Und ich denke eher bei mir, aber ich weiß es nicht genau. Könnt ihr gerne auch in die Kommentare mitschreiben. Kann ich mal das Spiel pausieren, bitte? Ich würde gerne meinem Char helfen. Und die Aufgaben erfüllen. Hallo! Ey, dieses Spiel manchmal. Das geht von meiner Zeit runter, ihr Hurensöhne. Dreckigen Entwickler, Mann. Ich hasse diese Company manchmal. Scheiß EA. Und Maxi so. Weil guck mal, jetzt der minimale Balken da oben links schon angebrochen, ohne dass ich was machen konnte. Geil, EA. Fixt so eine Scheiße doch mal, ihr Trottel. Ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Vor allem ist ja nicht so, dass ich unendlich Zeit habe. Der Ball, das läuft hier runter. Und ich war eben schon froh, dass das so schnell ging, weil manchmal klappt das nicht so gut. Ich kann froh sein, dass es auch Haushaltsmitglieder sind. Vor allem, was redet da irgend so ein Boy mit? So. Ist ein bisschen zu jung für solche Gespräche. Also so schaltet es aus. Also, keine Ahnung, warum du denkst, hier mitlabern zu können, nur weil sich zwei Erwachsene hier. Familiärer Kuss. Das ist neu. Und geschickte Entschuldigung auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber okay. Wobei, das ist noch nie gut gegangen. Vor allem weiß ich auch nicht, wofür entschuldigen soll. Das ist ja, doch, das machen wir weg. Ich weiß nicht mal, wofür. So, aber. Familiärer Kuss ist weg, oder? Jo, wo ist denn das? Ja, ach, keine Ahnung, ist egal. Eigentlich wollte ich Flirten auswählen, aber egal. Flirten. So. Ich weiß ja nicht mal, wofür entschuldigen. So. Ich weiß ja nicht mal, was da aufgeploppt war. Also, wenn es damit zu tun hat, was anderes, verstehe ich nicht ganz. So, mach das mal bitte. Mit ihr flirten.
So. Kann der Boy auch mal verschwinden, der noch nicht mal hier ist, aber es ist ein Gruppengespräch. Das ist sehr sinnvoll, weil ich sehe hier keinen. Zum Glück. Und zwar Team anzünden lassen von ihr. Okay, sollen wir den Jungen töten oder nicht? Das ist die Frage. So, weil, was bildet der sich ein? Einfach, ah, da sind zwei Erwachsene. Die Frau ist zwar mit in der falschen Umkleide, aber ich rede mal mit denen. Warum? Wer macht sowas? Ich weiß, dass du ein Kind bist, aber auf ihn mitzureden. Ah, okay. Hat's gerade so gelernt. Cool. Wenn kokettes Flirt. Na, ich würde mich doch verarschen, ey. Aber ich habe eine Idee. Hier. Du kannst ihr verdummes Brathähnchen, das mag sie. Bestimmt. Ob das im Real Life auch klappt, verdummes Brathähnchen an eine Frau, die man beeindrucken will. Oder für die man Gefühle hat, schenkt. Ja, sie sieht sehr zufrieden aus. Das ist sehr, sehr gut. Aber irgendwas, keine Ahnung, irgendwie ihre Reaction hatte man schon besser hinbekommen können. Meine sieht man nicht wie meine Sonnenbrille. Perfekt. Und weil halt auch ich eher auf Jenna fokussiert bin. Was? Die Romantik geht runter? Aber, ach so, wahrscheinlich nicht. Hier, aber wenn die hier nicht runtergeht, wo dann? Hä? Hä? Also das verstehe ich jetzt nicht, dass das Zeichen geht, dass Romantik runtergeht. Also ich meine, Jenna hat ja nur Mancha. Mancha hat viele Freundinnen, aber hier ist weder eine Frau in der Umkleide und wenn, dann würde die das nicht stören, weil die das nicht mitbekommen würde. Also keine Ahnung, was da abgeht, weil es scheint ja alles gut zu laufen. Und jetzt bitte flirten miteinander. Flirten einfach nur. Und bei dir gebe ich dasselbe, das... Genau. Und deswegen auch das romantische Geschenke geben, weil das die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass das halt kokett wird. Also das Gespräch und die Stimmung von beiden. Da müssen zwei küssen. Oder Nistelzweig, keine Ahnung. Scheiße. Oh, Sascha! Hoff, hoff! Ah, Spiel, hör doch auf! Rumzubacken. Ich habe keine Zeit dafür. Boah. Das ist eine coole das ist mal eine richtig coole Reaction, I guess. Also zumindest die Gestik stimmt. So an dem Face, keine Ahnung, irgendwie sieht das alles ein bisschen komisch aus heute. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. Keine Ahnung, gerne in die Kommentare damit. Ja, aber das hier, das finde ich schon gar nicht mal so verkehrt hier alles. So, kann ich noch ein bisschen an sie... Aber warum auch immer sie die Augen dafür geschlossen hat und... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht in den Spiegel schauen, aber... Gut, eigentlich ist ja die Frau von meinem Char, also... Gar nicht verwerflich. Sascha? Sascha? Hallo? Die ist noch nicht auf Gold, die Verabredung. Mach hin. Fuck, ey, wegen den ganzen Bugs, ey. Shit, ey. Weil deswegen hasse ich diese Bugs. Weil jetzt ist halt... Weiß ich nicht, ob es noch rumdrehen kann. Einfach zweimal das hier. Noch verspielt, oder? Okay, ist auf Gold, gut. Dann... Ja, machen wir das weg. So. Nice. Romantische Gefühle nochmal aufgebaut. Ist das jetzt bei jeder Verabredung? Anscheinend. War ja schon bei letzten so. Ja. Egal, dann zwei. Verknallt. Ja. Und du wächst Gefühle mir wegen dem romantischen Geschenk, das ich ihr gegeben habe. Wegen dem verdorbenen Brathähnchen. Nichts sagt mehr, ich liebe dich als ein verdorbenes Brathähnchen. Das wissen wir jetzt über durch Sims 4. Und ja, Jenna, die darf natürlich auch noch eine weitere Verabredung mit meinem Char gehen. Wird vielleicht eine kleine, bisschen längere Folge gerade. Also die haue ich noch an, auf jeden Fall, die Verabredung. So. Und ja, dann werden wir die auch noch schnell auf die Schnelle durchziehen und dann bin ich hoffentlich mit diesem scheiß Bestreben fertig. Was ist mit dir los? Jetzt hat sie die Zuckung auch noch auf die Schwänze. Ist ja gut, Jenna, wir bleiben ja hier. Wir besorgen die Hilfe. Dein Zuckung. Sieht echt top aus, vor allem das Outfit passt echt gut zu ihr, finde ich. So.
Und zu meinem passt es auch ganz gut, aber. Ja. Er ist echt behaarter als ich, glaube ich. Wobei im Gesicht so. Ja, doch auch im Gesicht. Aber das habe ich ausgewählt im Gesicht. Wobei ich hatte auch mal ein bisschen Bart gehabt. Ja, aber halt. Ja. Also Kinnbart. Also. Ja. Also eher gesagt. Ich, ja. So. Schnauzbart und. Sozusagen. Und so kleiner Kinnbart, Schnauzbart. Und. Ja. Auch. So, unten halt. So wie er halt unter dem Mund halt. Spiel, hör auf zu laden und zu backen. Ich kriege sonst die Verabredung nicht gebacken und das. Ah, okay, danke schön, Spiel. Es hat reagiert. Alles ist. Und diesmal nur Mini-Balken am Kosten. War ich gerade am sagen, ich kann nicht mal. Ich kann hier nicht auf. Die machen einfach weiter. Die machen einfach weiter. Es passiert hier nichts. Ja, toll, danke, EA, dass ich hier klicken kann, aber es passiert nichts. Ja, wow, jetzt bin ich bei Octavia gelandet. Das war ja auch voll der Plan. So. Aber gut, dass hier keine Leute sind aktuell. Wobei generell hier wenig los war. Bis auf den einen Boy, der versucht hatte zu stören, bis ich ihm gesagt habe, was passiert, wenn er stört. Das, ja. So ist das, wenn man stört hier. So. So. Und so. Und dann kann ich eigentlich Jenna das ja auswählen lassen, mit dem zusammensitzen, weil vielleicht klappt das ja in Combination direkt an. Wobei, das hätte ich glaube ich zuerst bei ihr auswählen müssen. Ja, wobei, kommt drauf an. Spiel, hör mal auf jetzt. So. Und zwar hier sitzen und plaudern, genau. So. Verbrennung Geschichte erzählen. So, das kann man auch schnell machen. Ja, lustig. Das Verhalten? Geschichten hier. Lustige Geschichte, ja. Bin ein lustiger Typ. Manchmal. Bei dem Küssen. Dann. Ja, dass sie das mal machen, die Initiative auch mal ergreifen. Hier. So. Körperchen näher. Ein Küssen, ein richtiger Kuss wollen Sie sehen. Ah, okay. Ja, aber ich serviere. Ja. Gut, vielleicht hätten die auch ein bisschen mehr an ihrer Mimik und Gestik arbeiten können, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Naja, wer weiß. Warte mal, was stand da? Über Entwicklung des Babys austauschen. Was zum Fick? Das ist auch neu. Genauso wie die eine mit familiärer Kuss. Auch wenn ich nicht weiß, wo der auf einmal verschwunden ist. Nach romantischem Interesse fragen. Das müsste ich kennen. Sie ist meine Frau, aber. Ich meine, er ist ihr Mann. Und wir sind keine Best Friends. Nee. Das muss auch anders sein. Das Bild unten gefällt mir aber deutlich besser mit ihrer Reaction da unten. Ja, egal. Eigentlich wollte ich ja tiefgründiger. Nee. Tiefgründig. Hier. Tiefgründig. So, mehr freundlich, mehr. Weil das hätte ich eigentlich bei meinem Char reintun müssen. So streng fahre ich, ja. Bitte mit. Okay, das war das Silber. Verabredung massieren, okay. Beste Freunde, da ist. Sehr gut. Setz euch los. So, dann. Sascha, setz dich. Oder. Nochmal. Ja, doch. Ich lasse das jetzt hier einfach machen. Nochmal. Wobei, sie können sich gegenseitig massieren, ist ja auch nicht so verkehrt. Nö, ist nicht, ich kann fassen, nicht. Massieren hier. So, wo du dann auch sie massieren darfst, wenn das denn so geht. So, naja, romantisch. Aber cool. So, es neue Interaktion auch gibt hier. Oder mal Zeit, genau, massieren. So.
Ah, vielleicht auch noch die Freundschaft ein bisschen über Interessen reden. So, weil. Ja, nach Tagfragen sind ja verheiratet und so, da soll die. Darf die auch eigentlich. Kann die Freundschaft ja ruhig ein bisschen hier Dings rausfallen. Oh. Oh. Schade, da kann ich leider nicht näher ran. Ich würde gerne näher bei euch sein, aber irgendwie ist das gerade ein bisschen blöd mit der Wand hier. Ja. Oder eher gesagt mit dem ganzen Scheiß hier. Aber naja, egal. Wir haben die Verbrennung auf Gold, das ist das Einzige, was zählt. Und ja, mein Bestreben ist durch. Serienromantiker ist damit durch. Danke, Jenna. Danke, ciao. Abgeschlossenes Beschreiben. Sascha hat an allen richtigen Orten nach der Liebe gesucht und sein Traum war wirklich ein Romantikkenner zu werden. Spieler, Sascha wird nie für Eifersucht sorgen. Naja, er hat nicht nach Liebe gesucht, sondern nach Player sein, aber okay. Ja, das hat ja sehr viel mit Liebe zu tun, also. Ja. So, wie sieht es eigentlich hier aus mit bestem Freund? Auf Lebenszeit. Ich bin mit ihr verheiratet. Ach so. Fuck, ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Ich bin schon verheiratet. Fuck. Okay, ich muss sie loswerden. So. Vermögen vielleicht? Marktmanagement ist neu. Ja, ist auch ein DLC. Stimmt, ich habe ja drei neue. Nicht zwei. Okay. Was kann man denn hier auch bekommen als hier Budenboss? Merkmal können eure Preise festlegen und dann erfolgreich sind im Grundschirm. Okay. Nee, du kannst. Warte mal, hier ist neu. Gerätegenie ist neu. Vorratskochen, sind wir Merkmal, ich weiß. Okay. Und der Experte der Nektarherstellung. Das ist alles aus einem kleinen DLC. Was ich für einen Zehner geholt habe, glaube ich. Experte der Nektarherstellung. Sims möchte die Kunst der Nektar herstellen. Besten Nektar. Nektar-Koryphäe. Sims können vorergreifend Nektar herstellen, eine Menge Nektar trinken, ohne zur Toilette zu müssen. Negative Gefühle wirken sich geringer auf ihre aktuelle Stimmung aus. Ah, okay, das ist geil. Wegen der negativen Stimmung, dass sie weg ist. So, frische Koch wäre auch nicht verkehrt. Aber das ist natürlich alt. Genauso wie der Rest hier, den ich nicht drauf eingehe. Weil das hier ist auch neuer Reitprofi. Champion Coach. Sims bauen schneller Pferdefähigkeiten auf, verkaufen Pferde zu ihren Preisen, stärken beim Reiten und trainieren ihr eigenes Selbstbewusstsein und das ihres Pferdes. Verbringen bei Reiten nur selten eine schlechte Zeit. Sie sind tatsächlich nicht so begabt, den anderen Pferde, dass die Pferde sogar mehr Spaß haben, wenn sie von ihnen geritten werden. Zudem können die anderen Sims ihre Reitfähigkeit verbessern, möchte ein Rad für den Wettkampf geben. Cool. Was könnte ich denn als nächstes nehmen hier? Ich denke Bestseller Auto. Habe ich schon angefangen? Okay, das ist cool. Wobei, warte mal. Nee. Ich wollte doch hier Dings abschließen, das habe ich doch noch nicht, ne? Nee. Gut, genau. Darauf habe ich natürlich gewartet. Und ja, das muss ich auch noch abschließen hier. Und zwar, von wem kann ich mich denn trennen am ehesten? Wen will ich loswerden? So. Wen will ich loswerden? Wie sie könnte ich mal loswerden? Sie könnte ich loswerden. Okay, es ist 10 Uhr morgens, ist gut. Und dann könnte ich vielleicht auch, wobei, nee, mit ihnen bin ich ja gar nicht zusammen, scheiße. Marie. Nee, mit ihr bin ich auch nicht zusammen. Mit Mele. So. Wobei, Mele wird nicht vorbeikommen, vermutlich. Ja, das ist das Problem. Ja, wobei, Anaya. Ja, wobei, Sopraya. So. Wobei, bei Rami will ich das sehen. Ob ich trotzdem was machen kann. So. Und ja, vielleicht einfach dann noch irgendeine andere Beziehung aufbauen und dann zerstören oder so. Mal gucken. Vielleicht bei Rieko. Weil der will ich ja sowieso was antun, also passt das schon. So, sie ist auch nicht so wichtig. Ja, gut. Lass ich dann mal so. Und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich auch wieder.